mal, ich habe selber Cookies Singapur gebacken. Willst du mal so ein Stück probieren? Die sind mega lecker. Nein, danke schön. Im Moment achte ich etwas auf meine Linie. Da ist das jetzt nicht so mein Fall. Was? Die habe ich selber gemacht. Und guck mal, mein Gott, so ein Stückchen. Was wird denn daran so schlimm sein? Nur eins, okay? Probier's. Okay, aber nur eins, okay? Ein Stückchen halt, meine Güte, ey. Boah, die sind ja echt voll lecker. Hätte ich gar nicht gesagt. Gott sei Dank. Alles für mich, gell? Sawadeeka, herzlich willkommen, Leute. Heute mache ich mit euch Cookie Singapore. Das sind mega leckere, aber auch schlimm süchtig machende Cashew-Nuss-Sesam-Kekse. Vom Geschmack her haben die sowas von so Peanut Butter Cups. Wisst ihr, was ich meine? So dieses Süße mit so einem Hauch an Salzigem mit drin. Ich liebe ja sowas total. Und ich mache das heute im Rahmen unserer großartigen Synchronbacken zum Vatertag-Party. Und die Party wird veranstaltet von dem Kanal Esslust, vom Herrn Esslust. Mit dabei sind noch drei weitere Yummy-Koch-Kanälen von talentierten Koch- und Backfee. Auch bei denen müsst ihr unbedingt vorbeischauen, Leute. Ich mache euch die Links von den anderen Kanälen hier unten in die Infobox rein. Und jetzt geht es los mit meinem Cookie Singapore. Süß und salzig in einem. Und die Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox, gell? Da seht ihr schon Hauptzutat für den Teig: Weizenmehl. Das gebe ich hier einmal durch den Sieb. Dann brauchen wir Puderzucker und wenn ihr mögt, könnt ihr auch Vanillezucker noch hinzufügen. Tapiokamehl, Leute. Tapiokamehl gibt dem Keksen diese softe, vor allen Dingen sämigen Konsistenz, was perfekt ist für diese Kekse. Und die weißen Sesamkörner, die röste ich jetzt vorsichtig an, bei kleiner bis mittlerer Hitze. So lange, bis die Sesamkörner dann diese schöne goldene Farbe bekommen. Und der Duft ist so verdammt lecker. Und die schwarzen Sesamkörner röste ich auch vorsichtig duftig an. Seht ihr das, diese schöne goldene Farbe? Beim Rösten müsst ihr unbedingt aufpassen, gell? Immer regelmäßig umrühren, damit die Sesamkörner nicht anbrennen und dann bitter werden. Auch gerade bei den schwarzen Sesamkörnern müsst ihr aufpassen. Am besten nur ganz kurz duftig anrösten. Und da sind die beiden schon ready. Dann gebe ich die weißen Sesamkörner in den Mixer. Ganz kurz wird das Ganze nur durchgemixt, also es muss hier gar nicht so fein sein, wirklich nur ganz kurz. Guck, seht ihr das? Ist noch etwas gröber, ist vollkommen in Ordnung. Die schwarzen Sesamkörner lasse ich ganz, denn die kommen ja als optische Highlights gleich mit dazu. Dann mische ich Butter mit Puderzucker und Öl. Das Ganze mische ich einfach mit der Hand und es geht auch super schnell, Leute. Gerade mal ungefähr 2 Minuten, bis das Ganze so eine schöne cremige Konsistenz hat. Guck! Dann mische ich Weizenmehl mit Tapiokamehl und die Sesamkörner, die wir klein gemacht haben, mit etwas Salz und Backpulver und das Ganze ganz kurz mischen. Und das kommt dann in unserem Butter-Puder-Zucker-Gemisch von vorhin. Und auch da mische ich alles miteinander einfach mit der Hand. Ihr könnt auch so ein Handmixergerät nehmen, wenn euch das lieber ist. Aber auch mit der Hand geht es super schnell, Leute. Ungefähr 7 Minuten hat es gedauert, dann habt ihr den Teig auch schon. Und seht ihr das? Es wird so bröseliger, sandiger und jetzt ist der Teig auch schon fertig. Ihr werdet auch merken, es ist immer noch wie so bröselig und fällt so ein bisschen auseinander. Aber keine Panik, spätestens dann, wenn ihr den Teig zusammendrückt, dann verwandelt es sich in so eine schöne Knetmasse. Also lasst euch bloß nicht abschrecken. Dann drücke ich kurz mit der Hand an, nehme einen Teigroller.
Nutze das aber eigentlich nicht wirklich richtig als Teigroller, sondern drücke es, haue es so ein bisschen da drauf. Ich zeige euch gleich warum. Dann nehme ich hier das Brett, so ein Schneidebrett, drücke oben an, damit die Oberfläche schön glatt und ebenmäßig wird und dann schön aussieht nachher. Guck, und zwar ist der Teig bei diesen Keksen ungefähr 0,5 bis 1 cm dick, denn die Kekse an sich sind so ein bisschen höher und dicker als normale Kekse. Also ist der Teig nicht so fein und dünn, sondern wirklich eher so dicklich. Und das ist perfekt. Dann mache ich hier schon die kleinen Förmchen. Und guck, das seht ihr, außen hier am Rand vom Teig, da habe ich gemerkt, da habe ich das etwas zu dünn gemacht, deswegen mache ich da gar nicht weiter. Ich hole die Förmchen nur von Mitte des Teigs, wo die eben etwas dicker ist. Und dann schiebe ich den Teig hier einfach wieder zusammen. Und jetzt mache ich die Black and White Variante. Da geben wir die schwarzen Sesamkörner dazu. Kurz hier miteinander mischen und seht ihr das? Ne? Es ist wirklich so ein bisschen bröselig. Guck, wie das so auseinanderfällt in kleine Klumpen. Wie gesagt, macht euch keine Sorgen. Spätestens, wenn ihr das zusammendrückt, dann funktioniert das. Dann läuft alles wieder von vorne. Kurz mit der Hand andrücken. Mit dem Teigroller so draufhauen. Dann mit so einem Schneidebrett zum Beispiel schön die Oberfläche glatt und ebenmäßig machen. Und wie gesagt, Leute, wichtig ist da einfach nur, dass der Teig eben nicht so fein wird. Wie gesagt, 0,5 bis 1 cm dick, je nachdem, wie ihr es mögt. Und jetzt sind wir auch schon gleich so weit. Da seht ihr unsere beiden Varianten mit weißem Sesam nur und einmal weißer Sesam mit schwarzen Sesamkörner. Dann brauchen wir Eigelb und geben das Ganze hier an die Oberfläche. Dann legen wir die Cashewnüsse oben als Highlight drauf. Und mir ist aufgefallen, die Cashewnüsse in Deutschland sind etwas größer als die in Thailand. Guck mal, ein Cashewnuss bedeckt fast den ganzen Keks. Aber egal, ich liebe Cashewnüsse, die können gar nicht groß genug sein. Auch da noch einmal Eigelb drüber streichen oder eben nicht, wie ihr mögt. Dann kommt das Ganze auch schon in den Backofen. Und da seht ihr übrigens die Original-Cookie Sinkapo aus Thailand. Die habe ich mir dieses Mal mitgebracht und habe die innerhalb von ein paar Tagen leer gemampft, Leute. Und da seht ihr, ne? Guck von der Seite. Der Teig von diesen Keksen ist richtig dick, geht schön in die Höhe. Und voilà, das sind auch schon meine Blumen-Cookie Sinkapo Kekse. Wenn ich das jetzt sehe, könnte ich es direkt wieder essen. Dieses Süße und Salzige, der Teig, wenn ihr da reinbeißt, locker, fluffig, aber auch sämig zugleich, das macht so süchtig, Leute. Vielen lieben Dank für das Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das einmal ausprobiert, gell? Vielen lieben Dank für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Kop Kun Ka. Dankeschön.